Ja, hallo, guten Tag. Zweites Video zur Elektrotechnik, Grundlagen der Elektrotechnik. Das letzte Mal haben wir gesagt, okay, es gibt da halt Ladungsträger. Ja, es gibt sogenannte Ladungsträger, die heißen Elektronen und Protonen. Protonen sind positive Ladungsträger, Elektronen sind negative Ladungsträger. Und jeder dieser Ladungsträger hat betragsmäßig die gleiche Elementarladung, nämlich das E. Was er dann gewissen Wert hat, 1,602 mal 10 hoch minus 19 mit der Einheit Coulomb. Und wir haben gesagt, dass sich ungleichnamige Ladungsträger anziehen und gleichnamige Ladungsträger abstoßen. Das wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen mit dieser Kraftwirkung auf diese Ladungsträger. Und zwar fangen wir einfach an mit einem Effekt, den wir alle kennen. Ja? Also, da, Stift, hochgefallen. Wow. Warum? Gravitation heißt das. Ja. Wird täglich überprüft von, weiß nicht wie viele Leuten, ja, indem sie ihren Glaslobe haben und sonst immer, ja, Gravitation geht noch. Schauen wir uns das einmal an. Also da ist die Erdoberfläche. Ja. Und hier haben wir eine Masse M. Okay. M. Das ist eine Masse M. Da unten haben wir die Erdoberfläche. Und es ist jetzt so, wir wissen, dass die Kraft zur Erde hin zeigt. Oder? Also, wir haben hier eine Kraftwirkung auf diese Masse. Und diese Kraft wirkt in Richtung der Erde. Warum ist das so? Weil die Erde ist umgeben von ihrem Gravitationsfeld. Ja, da gibt es hier ein Gravitationsfeld. Das zeigt halt Richtung der Erde. So ist es nach unten gerichtet. Das ist das Gravitationsfeld G. Es hat einen Betrag und eine Richtung, das ist ein Vektorfeld. Das heißt, es hat eine Richtung und in jedem Punkt hat das einen Betrag. G, wir kennen das als Erdbeschleunigung. Ja, bei uns auf der Erdoberfläche hat halt G zufällig diese 9,81 Meter pro Sekunden Quadrat. Wie berechnen die uns sich jetzt die Kraft auf diese Masse? Die Kraft auf die Masse, F, ist gleich m die Masse mal g. So schaut das aus. Ja, Gravitationskraft auf eine bestimmte Masse. Kennen wir alle. Ja, haben wir gehört in Physik. Haben wir gehört in Mechanik, Masse mal Beschleunigung, G ist halt die Gravitationskonstante, haben wir gesagt, das ist ja nichts anderes wie das Gravitationsfeld, die lokale Variante des Gravitationsfeldes. So schaut das aus. Okay? Im elektrischen Fall gibt es ein sogenanntes elektrisches Feld. Das geht halt auch so dahin. Die Analogie zum Gravitationsfeld ist im elektrischen Feld, ist im elektrischen Fall das elektrische Feld. Das heißt E. E-Feld, elektrisches Feld. Die Analogie zur Masse, haben wir im Atommodell auch gehabt, Masse und so weiter. Die Analogie zur Masse ist die Ladung. Das heißt, da habe ich hierin jetzt keine Masse, sondern da habe ich eine Ladung. Formelzeichen der Ladung ist übrigens Q. Q. Das ist genauso wie die Masse M ist, ist das Q. Und jetzt wirkt auf eine Ladung Q in einem elektrischen Feld E eine Kraft. Und zwar genauso wie hier in Feldrichtung. Da, back, Kraft F. Super, oder? Schaut genau gleich aus. Und jetzt brauchen wir nur die Analogien praktisch zusammenfügen. Ja? Darüben habe ich die Kraft F,
die auf einen Ladungsträger wirkt. Und das ist jetzt nicht M, sondern Q. Und das ist jetzt nicht G, sondern das ist E. Und dazwischen ist aber genau, ist genau gleich. F ist gleich und da haben wir mal Punktal. Punktal draus, gar nicht mehr. Fertig. Praktisch genau das gleiche wie das Gravitationsgesetz. So, gut, jetzt habe ich das hingeschrieben. Was bewirkt die Gravitation? Was bewirkt denn ein Gravitationsfeld? Die Gravitation wird erzeugt von einer Masse. In unserem Fall von der Masse der Erde. Die Masse selbst erzeugt ein Gravitationsfeld, was wiederum andere Massen anzieht. Genauso ist es hier. Eine Ladung erzeugt ein elektrisches Feld, was andere Ladungen anzieht. Aber, ein bisschen Unterschied ist schon, bei Massen gibt es keine negativen. Negative Masse gibt es nicht. Wäre manchmal schön, wenn man ein paar negative Kuchen essen und, aber spürt es nicht. Das heißt, hier unten, wenn ich da mal vorstelle, ich habe da zwei Platten. Dann zeigt dieses elektrische Feld von der positiv geladenen Platte plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Was habe ich gesagt? Plus habe ich gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zur negativen Gerade, zur negativen Platte. Da unten habe ich eine negative Ladung, da habe ich eine positive Ladung. Und hallo, die positive Ladung hier zahlt zur negativen Platten zu. Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Die positive Ladung hier haut es von der positiven Platten down. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Wenn ich da jetzt hier eine Ladung hätte, die ist halt minus Q, minus Q, dann, was passiert mit der Richtung? Q ist halt minus Q mal E, das zeigt genau in die andere Richtung. Das heißt, das F zeigt minus F praktisch da auf. F. Negativ zirkt es zu positiven und weg von der, kommt genau da raus. Gleichnamige Ladungen ziehen sich an, ungleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Das ist. Okay. Das ist die Kraftwirkung. Jetzt haben wir das letzte Mal was gehört vom Atommodell. Da liegt es noch. Atommodell. Jetzt wissen wir, warum sich die Elektronen hier draußen aufhalten und nicht einfach irgendwo wegfliegen, weil es die positiven Ladungsträger im Kern sehen und sich da stark hingezogen fühlen. Und weil es so schnell in Gras diven, ist die Fliehkraft dann auch so groß wie die Anziehungskraft und sie fallen nicht ein und sie kommen nicht weiter weg. Warum zerbricht dann der Kern nicht? Da sind lauter positive Ladungen ganz eng beieinander und die wollen die auseinanderstoben. Es ist nämlich schon so, dass diese elektrische Kraftwirkung viel ärger ist wie die Gravitation. Im Alltag bemerken wir nur die Gravitation, weil wir normalerweise alle großen Dinge elektrisch neutral sind. Wenn die elektrisch geladen wären, dann hätte es anders angehen. Hätten wir andere Kräfte zu bewältigen. Sahen es aber nicht, passt. Ja, aber es löst noch nicht. Warum? Warum stoppt es nicht auseinander? Das ist wegen den Neutronen. Die Neutronen sind der Big. Die sind der Superkleber, der diese Protonen zusammenhält. Und die halten wirklich stark. Jetzt haben wir gehört, die Protonen, die elektrische Kraft ist viel ärger wie die Gravitation. Und ich muss sagen, die Gravitation
Am Abend, wenn ich auf der Couch sitze, kommt es mir ganz schön stark vor. Da kann ich fast nicht aufstehen. Aber hier, das ist nur Ärger. Ja? Also, und wir wissen das ja. Ja? Wenn wir irgendwas reiben und seine Feder, die zahlt es auf, die bleibt oben bicken. Ja? Auf einem geladenen Teilchen und so weiter. Und auch die Haare stellt es auf, ja? Weil das einfach stärker ist, die elektrische Kraft. Ja? Trotzdem fliegt es aneinander, weil die Neutronen eben nur viel mehr Kraft haben und die halten das zusammen. Also diese Kernkräfte, die da drinnen sind, die sind einfach jenseitig. Ja? Deswegen ist eine Kernexplosion oder wenn man den Kern teilt, so energiereich, weil da musst du schon richtig drauf dreschen, dass das. Ja? Deswegen laufen wir auch nicht Gefahr, wenn wir wild herumfuchteln, dass wir hier eine Kernspaltung produzieren. Okay. Ladungsträger, Kraft auf die Ladungsträger mit einem elektrischen Feld. Das nächste Mal werden wir ein bisschen darüber reden, was bedeutet das leicht. Wenn ich eine Masse habe, der Stifter zum Beispiel, und ich lasse eine Kraft auf diesen Stift einwirken, was macht er? Er bewegt sich. Wir werden sehen, ob sich Ladungsträger ebenfalls bewegen können. Machen wir im nächsten Video. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.